Hallo, meine lieben Modellbaufreunde. Heute habe ich ein kleines Spezial für euch, denn ich habe mit Okre einen kleinen Deal gemacht. Ich darf die Gorch Fock bauen. Dazu möchte ich sagen, will ich euch ein bisschen das Produkt vorstellen, das Unboxing machen dieser Lieferung. Und noch sonst Tipps und Tricks zeigen, die ihr anwenden könnt. Wollen wir doch mal in die Kiste reinschauen. Die Kiste ist etwa 5 Kilo schwer, zwar nicht groß, aber es scheint ziemlich robust zu sein. So, dann haben wir hier wieder ein riesen Blabla. Typisch ist auch die Broschüre hier, beziehungsweise den Katalog. Da seht ihr News von 16 in diesem Heft. Diverse Loks, zum Beispiel diese hier baut Benny. Zusätzliches Material, wie zum Beispiel da die Base für die Züge und so viel mir auch ist von den Trams. Dann hier noch die Motorisierung für den Adler zum Beispiel, das weiß ich gerade, der kommt da dazu. Dann hier ein weiteres Stück, da sehen wir Trams. Dann ältere Fahrzeuge. Da haben wir die San Ildefonso, die kann man in verschiedene Packs bestellen. Santissima Trinidad ebenfalls. Nuestra Señorita del Pilar ebenfalls. Und Ulysses, oder wie die es nennen, kann man auch in diverse Packs kaufen. Hierzu ist noch zu erwähnen, hier ist es markiert. Es ist ein RC-Modell bzw. kann als eines gebaut werden. Dazu bieten sie natürlich auch die Motorisierung und die Fernbedienung an. Da weitere Schiffe, die sie im Angebot haben, zum Beispiel die Buccaneer. Da kann Sebastian ein Lied davon singen, bzw. Deathcorp. Ja, das gute Stück, die Gorch Fock. Die Mississippi, da baut einer von unserer Community auf Facebook gerade an einem Modell. Und dann haben wir hier weitere Dinge, die man kaufen kann zusätzlich, wie zum Beispiel Anker, Blöcke, Garn, Nägel aus Messing, Kanonen und. Ah, und hier noch natürlich Sockel. Das Werkstattmöbel hier kennt ihr bereits. Das habe ich ja schon gebaut. Und weiteres Material für die Werkstatteinrichtung. Da habe ich zum Beispiel das hier, das da hier. Die zwei und das. Dann hätten wir das mal durch. Wollen wir weiterschauen, was wir sonst noch haben? Nämlich die Gorch Fock. Ein sehr schönes Schiff, muss ich sagen. Gehen wir mit der Kiste hier fort. So. Dann wollen wir mal schauen.
Das lässt sich sehr gut öffnen. Es scheint auch sehr stabil zu sein. Wenn man so an den Kanten ein bisschen drückt, hoppla, Entschuldigung, jetzt habe ich euch ein bisschen gewackelt, das tut mir leid. Schon eine mächtige Kiste, ne? So, dann öffnen wir doch mal was und schauen, was wir da alles finden. So, das ist also die typische Verpackung von Okre mit diesen Öffnungen hier. Sehr schön finde ich ja, dass sie das in solche Plastikfächlein legen, die feinen Materialien. Da muss man sagen, Top-Leistung. Sebastian, ich verstehe dich so gut. Das Teil ist ja wirklich schlecht zum Öffnen. Ah ja. Das hier ist eigentlich nicht im Bausatz enthalten. Deshalb ist auch der Karton schon geöffnet. Aber ich habe das zusätzlich bestellt. Beziehungsweise erhalten. Denn das kann ich sehr gut brauchen zum Verschleifen. Dann wollen wir weiterschauen, was wir da so Schönes drin haben. Ah ja, ihr kennt es von Sebastian. Zu jedem Modell kann man sich so eine Plakette besorgen. Die ist gratis. Dazu später mehr. Dann haben wir hier einiges an Blabla, würde ich meinen. Hier sehen wir auch Bilder. Ah ja, wir haben hier die Stückliste. Natürlich ist es empfehlenswert, bevor ihr mit dem Bau beginnt, mal alles aufzuschreiben und Häklein zu setzen, vielleicht zur Erleichterung, um zu schauen, ob wirklich alles dabei ist. Dann hier eine Übersicht vom Material bzw. von den Holzplatten, wo welche Teile zu finden sind. Da gibt es noch weitere Hinweise, da hier wird erklärt, wie eine Blockrolle aussieht. Jungfernblock zum Beispiel, ein Rundeisen, eine Öse, damit man einfach ein besseres Verständnis hat, zum Schauen, ja, wie sieht das eigentlich aus? Falls irgendwie in der Bauanleitung irgendwelche Fragen auftauchen. Dann geht es weiter. Hier haben wir scheinbar die Hülle, wie das zusammengebaut wird. Wollen wir doch gleich mal schauen. Was ich ja gut finde, ist auch, dass sie die Bauanleitung mittels Fotos gestalten, dann kann man auch ein bisschen besser vergleichen, kommt man dem Ziel bzw. dem Sinn näher oder ist man kreuzfalsch, wie wir auch sagen in der Schweiz. Die Decksbeplankung, das Straken.
Schritt für Schritt wird einem hier gezeigt, was man zu tun hat. Auch wie zum Beispiel hier, dass man grundieren muss. Bemaßungen, wie man die Ankerketten aufwirbelt bzw. zwirbelt. Ja, sehr umfangreich bebildert, muss man sagen. Was mir ein bisschen fehlt hier, sind mehr Informationen, zum Beispiel welche Grundierung und. So, das war es dann von diesem Papier. Dann haben wir wieder ein Papier. Wie es ausschaut, ist das das gleiche, das wir vorhin gehabt haben. Ja, genau. Auch hier haben wir die Stückliste. Dann haben wir hier die Mastpläne, damit wir wissen, wie man den Mast bauen muss, also beziehungsweise auch mit der ganzen Takelage, die Segel, wie man hier sehen kann, auch die Richtung, woher man takeln muss. Hier ein weiterer Mastplan. Und da hier hat man sogar bei diesem Plan hat man sogar eine Stückliste, welche Materialien wir für diesen Abschnitt verwenden. Bei dem hier auch. Also wenn das dann nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Ah, da hier haben wir dann noch die Schablonen für die Segel. Auch schön nummeriert, damit man weiß, wohin die gehören. Und dann haben wir das auch schon durch. Das da hier ebenfalls nicht im Lieferumfang enthalten. Damit kann man gut in Rundungen schleifen. Das habe ich auch noch bekommen. Da haben wir die Segel aus Stoff. Recht schön verarbeitet. Was ich auch noch gut finde, ist, dass sie nicht gebleicht wurden. So dass es einen etwas älteren Eindruck hinterlässt, so beim Anschauen. Dann geht es weiter. Da haben wir ebenfalls nicht im Lieferumfang enthalten. Ein weiteres Stück zum Schleifen. Das passt sich dann schön dem Untergrund an. Das biegt sich auch ein bisschen. Und das eignet sich sehr gut, um zu stracken. Wunderschöne Teile. Hier haben wir Gratings. Wir haben Blöcke hier. Sehr schön. Auch die Davits sind enthalten. Ein Beiboot, zwei Beiboote. Sehr schön. Und dann erhalten wir hier jede Menge Garn. Und für den Bugspriet hier noch die Nette. Sowie zwei Beiboote. Die sind schon recht massiv. Ah, und hier noch die Flagge.
Die kommt dann hinten beim Heck bzw. achtern. Der wäre jetzt nicht so. Machen wir halt hier weiter. Hier bekommen wir tonnenweise Leisten. Die sind für die Beplankung. Hier haben wir ebenfalls Leisten. Die sind aber assortiert. Hier haben wir etwas schmalere und da etwas breitere. Die sind alle gleich, aber hier sind sie nicht alle gleich, daher muss man sie vorher noch aussortieren. Aber das kann man dann bei der Materialkontrolle dann noch machen. Da hier haben wir weitere Teile. Zum Beispiel Garn, den Wellenbrecher hier, die Galionsfigur, sage mal Rettungsinseln, Rettungsbojen, Ösen, ja. Schauen wir doch weiter. Aha, und da hier haben wir, wie es ausschaut, nun herausgefunden, dass man zuerst ein bisschen leeren muss und dann kommt man besser heran. Da haben wir die Rundhölzer für die Masten, weitere Leisten. Die müssen natürlich dann auch sortiert werden. Eieiei. Hilfe. Ah, jetzt aber, hä? Oha, da hier haben wir die Nägel, die wir zum Beplanken benötigen. Und wie es ausschaut, haben wir hier auch Türen. Weitere Leisten für die Beplankung. Und jede Menge Rahmen. Die sind jetzt nicht angeschrieben. Das müsste man eben noch machen mittels Stückliste. So, das war es dann auch schon. So, wollen wir das alles wieder schön verpacken, damit nichts verloren geht. Und nochmals, zu jedem Modellbausatz erhält man gratis, wenn man will, diese Namensplakette. Auf ihrer Webseite, hier oben eingeblendet, könnt ihr diese ordern oder auch in der E-Mail-Adresse, die ich hier unten einblende, könnt ihr sie bestellen. So, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen.
Und dann sehen wir uns, wenn wir mit dem Bau beginnen. Bis dahin, euer Modellbauer Messe.